Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS17. Wieder vom Dreisternhof, das heißt wie immer Neues vom Dreisternhof. Ja, ihr seht, der Winter hat jetzt begonnen. Hier ist auch schon eine kleine schöne Schneeschicht entstanden. Und da wir jetzt im Hellen sind, wollte ich euch nochmal den aktuellen Fuhrpark zeigen, wie er bis jetzt hier steht. Und wir werden jetzt ja im Winter noch die eine oder andere Maschine austauschen, das hatten wir ja gesagt. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt ausschaut. Also hier ist noch der Trecker mit dem Futtermischwagen. Der Trecker ist ja nur gemietet, der Futtermischwagen kann verkauft werden, das steht dann gleich an. Hier hatten wir noch ein bisschen Saatgut und Dünger gekauft, der muss auch noch hier abgelagert werden oder umgelagert werden. Den Pflug möchte ich ja in diesem Winter auf jeden Fall noch austauschen. Das heißt, der geht dann auch zum Händler. Beim Grubber müssen wir mal schauen, ob sich da noch was ergibt. Ja, Güllewagen wird erstmal bleiben. Die Mischsteuer hatten wir schon ausgetauscht. Hier ist der erste Schlepper, der IAC bleibt natürlich auch. Das kennen wir schon, oder das war soweit schon klar. So, dann laufen wir hier mal eben rüber. Ladewagen, was bleibt? Wasserwagen. So. Und hier haben wir im Moment die Schlepper, die wir dann jetzt haben, hingestellt. Und da haben wir einmal den Deutz, den 681er. Auch ein bisschen schmutzig gerade. Dann haben wir hier den 471er, sollte das glaube ich sein. Ne? 471 ist das, glaube ich. Stand hier auch irgendwo. Ja, den 471. Und hier den, ich glaube, D80 heißt der. Aber D80, ja, D80. Allerdings habe ich da ein bisschen rumgespielt. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, passt überhaupt nicht. Total realitätsfern, Ada. Ich habe da den Sound von diesem Ursus eingebaut, weil ich den Sound ganz einfach cool finde. Ja, wie gesagt, passt natürlich eigentlich nicht zur Maschine. Aber ich fand den Sound so gut, dass der jetzt an dieser Maschine mit dran ist. Auslaufen lassen hier. So, ja, die Felder können wir eben mal kurz ein Update machen. Also wir haben es noch geschafft, oder ich habe es noch geschafft in dem Fall, die vier Felder fertig zu kriegen. Das heißt hier 9, 10, 11 Weizen, 4 Raps. Ja, die 13 haben wir vor dem Winter nicht mehr geschafft. Da kommt dann im Frühjahr möglichst schnell, hauen wir da den Mais drauf, damit wir in dem Jahr wieder ein bisschen Mais haben. Da müssen wir dann gleich im Frühjahr mit anfangen. Die anderen beiden sind aber schon fertig, können jetzt also schön über die kalte Jahreszeit sich schon mal vorbereiten. Früher ernten können wir dann trotzdem nicht, aber ich habe es dann immer ganz gerne schon vorher erledigt. So, dann schauen wir mal nach die Tiere. Also wir schauen nach den Tieren, wie es denen geht. So, 87 Kühe. Ja, Stroh müssen wir gleich auf jeden Fall noch reinbringen. Sonst geht es denen soweit gut. Ja, hier die Schweine sind ja keine da. Und den Schafen geht es so einigermaßen. Die brauchen ein bisschen Wasser und ein bisschen Heu. Ansonsten ist da alles in Ordnung. Wir haben allerdings fast 150.000 Liter Milch, die verkauft werden können in diesem Winter. Wir haben die Lager noch voll mit 10.000 Liter Weizen, 50.000 Liter Gerste und 10.000 Liter Sojabohnen. Da unten ein Dutt voll Mais. Ja, das kann verkauft werden. Ja, der Bankstand ist 120.000 im Minus. Das heißt, in diesem Winter, wenn wir ein bisschen Kohle machen und dann mal schauen, in was wir die gute Kohle dann wieder investieren. Wir wollen ja irgendwann auch mal sehen, dass wir neue Felder kriegen. So, und ich denke, als erstes bringen wir dann mal eben, ja, doch ein bisschen Heu. Stroh. Heu. Stroh zu den Kühen. Mischfutter war, glaube ich, alles soweit in Ordnung, ne? Ja, da können wir uns auch nochmal einen Kipper Mischfutter holen. Die Mischfutterstation dürfte eigentlich noch voll sein, relativ. Ja, das sind noch 60.000 Liter drin. Ja, um die Cola wollen wir uns jetzt im Winter auch nochmal ein bisschen kümmern. Da haben wir lange ein bisschen gehadert. Sehen wir endlich mal zu, dass wir zur Cola-Fabrik oben mal einen Frontlader mitkriegen, wenn wir das Mischfutter holen. Das vergesse ich ja immer, da einen Frontlader mitzunehmen. Aber als erstes, wie gesagt, haben wir jetzt mal Stroh zu den Tieren, die brauchen im Winter ja mehr. So, machen wir hier schon mal auf.
Ja, gleich gibt's frisches Stroh. So. Dum. Oh, wer hat das hier hingestellt? Verdammter Mist nochmal. Oh. 6 Monate krankgeschrieben, mindestens. Schlimm sowas. Wer das da immer hinstellt, das ist mir unbegreiflich. So, mal gucken, dass wir hier heil rauskommen. So, Dalle. Ballengabel hatte da hinten gestanden, was auch immer die da machte. Und vorsichtig fahren, weil hier, wenn hier Schnee liegt, rutscht man auch sehr, sehr extrem schnell. Habe ich festgestellt. Wie rum steht denn jetzt? Weiß wieder keiner, ne? Na, ich glaube, so rum ist richtig. Komisch ist, hier liegt Schnee, obwohl nicht mal Schnee angesagt war. Ne? Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das doch so schnell schneit. Aber kaum ging der Winter heute Nacht los, quasi, da lag dann auch schon die Schneedecke hier. Na, da müssen wir natürlich irgendwann, ihr seht, wie das da durchdreht da hinten. Ne? Da müssen wir auch zusehen, dass wir hier nochmal den Hof zumindest in Teilen ein bisschen geräumt kriegen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie der am Rutschen ist hier. So, wie viel? Ja, ich denke, das reicht erstmal. Dann fahren wir mal eben erstmal los und holen jetzt hier nochmal einen Anhänger voll Mischfutter. So, mal hier sind wir wieder zu. Wie gesagt, die Ballengabel mit, dann können wir da die Palette nämlich noch abholen. So, flupp. Na, hat er gar keine. Der Schlepper hat wohl gar keine dynamischen Hosen verbaut. Na gut, dann fahren wir so. Die örtliche Verkehrspolizei sitzt wahrscheinlich eher am Adventskranz. Oh, geht auch blockiert hinten nicht, also passt. Ihr seht, der Rest Gras, der hier auf dem Anhänger war, ist jetzt auch weg. Und selbst wenn wir jetzt noch Gras gehabt hätten, im Winter kann man gerade bei den Kühen zum Beispiel kein Gras einfüttern. Das ist halt alles Seasons Mod. Aber es dürfte ja mittlerweile eigentlich den meisten bekannt sein. So, und dann haben wir zum Gartencenter hoch. Ein bisschen gucken hier. Drei Sternhof ist ein kleines verschlafenes Dorf. Da ist das mit dem Winterdienst immer nicht so. Da muss man immer ein bisschen aufpassen.
Oh Gott, wieder allzu früh abgebogen. Egal. Ist es nicht schön hier? Ist schon eine schöne Gegend hier. Also, wir arbeiten da, wo andere Leute Urlaub machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden im Laufe des Winters auch noch Mist beim Gartencenter verkaufen. Also wie gesagt, mal gucken, was in diesem Winter, der steht in erster Linie unter dem Stern Geld verdienen. Ich wollte gerade sagen, Schild steht auf der anderen falschen Seite, aber ich glaube, ich fahre hier auf der falschen Seite. Egal. So, dann holen wir uns, wie gesagt, einmal noch Mischfutter ab. Mir fällt gerade auf, war wahrscheinlich blöd, das mit dem großen Kipper zu machen. Dann haben wir zum Verkaufen nachher nur den kleinen, weil ich glaube, das geht nicht alles rein. Naja, mal gucken. Irgendwie machen wir das schon. So, den kann ich aber schon mal eben abkoppeln, weil den nehmen wir zum Aufladen der Palette natürlich nicht mit. Den holen wir gleich wieder. Ohne nehmen wir eben unsere cooler Nüsschen mit. Na, ich sehe mal wieder so gut wie gar nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, und los geht's. Einmal auf zum Cola-Werk und dann wieder nach Hause. Boah, also ich frage mich schon, warum das hier so kalt ist. Gottes Willen. Da holt man sich ja den Tod, holt man sich da ja. Das ist so eine Uhr. Huch. Ich glaube, wir fahren so. Ich weiß, es ist nicht ganz der richtige Weg, sowas auf der Gabel spazieren zu fahren, aber. Was willst du machen? Mein zweiter Vorname ist Effektivität. Oder Effizienz für Freunde. Ne? Kommt da was? Kommt da was? Ja, da kommt auf jeden Fall was. Ja, du fahr doch aber auch zu. Also kaum liegt eine Schneeflocke, werden alle Fahrer wieder verrückt. Wer kennt es nicht? Ja gut, die Bohlen sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt zwingend.
Dann mal eben schauen, ist denn der Cooler fertig? Das sieht doch sehr fertig aus, ne? Ja, komm, dann na, bringen wir die auch noch eben schnell weg. Die gute alte Wintercola. Upsala. Wie gesagt, auf der Gabel ist das normalerweise gar nicht so rechtmäßig, glaube ich, aber der Dorfscheriff ist nicht da. Dann werden wir nämlich gleich mal gucken, was uns so eine Palette bringt. Verkaufsstelle habe ich hier natürlich auch hinterm Konsum eingerichtet. Das heißt, nee, Konsum heißt das hier. Hieß das hier auch Konsum? Ja, doch, hieß die Konsum. Oh, jetzt ditschen wir uns hier schön um die Ecke. Ups, zwei Flaschen kaputt. Naja, zum Glück die untersten, das sieht man nicht. So, und jetzt müsste hier irgendwo die Verkaufsstelle sein. Hoffe ich. Irgendwo hier habe ich die hingesetzt, aber wo? Verdammt. Scheiß Schnee. Wo habe ich denn die Verkaufsstelle hingebaut? Mann. Blöder Schnee, blöder. Ah, Dr. Mark. Ach, das ist ja gar nicht hier. Ich Idiot. Mein Fehler. Habe ich gepennt. Irgendwie ein bisschen Map verwechselt, glaube ich. Komm ja jetzt wieder raus. Hab dich nicht so. Du willst es doch auch. Gut, das ist jetzt vielleicht etwas unkonventionell, aber unsere Cola ist halt immer auch schon mal so ein bisschen durchgeschüttelt. Die steht Kopf. Bei unserer Cola stehen sie Kopf. Das ist nämlich die beste Cola, die es gibt. Das gehört so. Wir haben hier den großen Laden hingebaut. Dann müssen wir mal gucken, wo hier die Anlieferung ist. Ich hätte meine Cola gern geschüttelt und nicht gerührt. Oh, verkauft er schon? Wie kriegt Geld gerade für Ernte? Nur wo? Ach, jetzt gibt's Geld. Gut, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber mein Gott. Plupp. Das muss so. Wie gesagt, bei dieser Cola stehen sie Kopf. Und nicht nur sie, sondern auch die Cola. Ist vielleicht als Werbeslogan ein bisschen lang. So, jetzt müssen wir eigentlich in der Übersicht sehen können, was uns die Cola jetzt insgesamt eingebracht hat. Finanzen am heutigen Tag, Ernteerlöse. Ja, immerhin 2.100 für eine Palette Cola, ne? Da kann man mal sehen. Das lässt sich nicht lumpen. Oh, ich steige durch geschlossene Türen an und aus. Ich kann das, da bin ich Profi drin.
So, dann gucken wir, wie viel Mischfutter wir mit den Kühen reinkriegen. Wäre natürlich schön, wenn wir alles reinkriegen, sonst müssen wir irgendwann Haufen machen, weil zum Verkaufen möchte ich schon gerne den großen Anhänger eigentlich. Gerade für die Gerste. Ja, sonst fahren wir doch relativ viel. Wie ist überhaupt der Preis? Haben wir gar nicht nachgeguckt, ne? $472 geht eigentlich und steigt sogar. Also als nächstes werden wir dann Gerste verkaufen. Ich will jetzt nicht wieder warten. Im letzten Jahr habe ich das ein klein bisschen verdüdelt. Da habe ich das Ganze dann ein bisschen mit Verlust gefahren. Also nicht Verlust, aber ich hätte einen höheren Preis kriegen können, wenn ich nicht so gierig gewesen wäre, auf noch einen höheren Preis zu warten. Aber so ist das. Man will immer mehr, mehr, mehr. Und am Schluss kriegt man immer weniger. Wir haben die 30.000 Euro minus, um gar keine Gedanken machen. Also da werden wir gleich dreimal, wenn wir dreimal Milch verkauft haben, wir haben wesentlich mehr Ladung an Milch. Ich werde die auch jetzt diesmal nicht abpacken, ich werde sie so verkaufen. Na, ist doch ein bisschen umständlich. Der Futtermischwagen wird noch verkauft. Also um das Geld, das ist jetzt, das sieht zwar jetzt sehr viel aus da oben im Minus, aber das ist, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum. Und auch der Kredit wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen. Der Flug wird noch verkauft, gut, da kommt ein neuer Flug. Wahrscheinlich. Also ein Flug ist eigentlich relativ sicher. Beim Gruber müssen wir noch gucken. Ne? Dass wir dann zusätzlich vielleicht bald neues Land erschließen können und die Kühe nochmal aufstocken können. Also, es läuft. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, es läuft. So, gucken wir mal, was da noch rein. Was da noch reingeht. Ja, geht auf jeden Fall gut noch was rein, das ist in Ordnung. Mal schauen, wie es hier läuft. Ja, denen geht es auf jeden Fall super gut. Schmeißen wir noch einen Heuballen, beide Schafe rein und ein bisschen Wasser. Lassen wir den hier eben stehen, damit fahren wir dann gleich auf eine Verkaufstour. Nicht wundern, es sind Heuballen, auch wenn sie gewickelt sind. Brauche ich eigentlich nicht. Ja, komm, nehmen wir erstmal einen mit. So, wie viel hat das gebracht? Ja, cool, zwei hätten ein bisschen zu viel. Jetzt holen wir noch ein bisschen Wasser. Ja, euch geht's gut, ich weiß. Haus! Das reicht. Leben nicht. Hey, diesen Wasserwagen so dämlich hingestellt. Bin fast der Meinung, der Wasserwagen war vor dem Büro da. Bin mir fast sicher. Aber
Sicher, also ich bin sicher, aber Quarantänegeist, reicht das noch nicht? Och Leute. Ich fände das gut, wenn auch bei diesem manuellen Antrieb so ein kleines Symbol da wäre. Manchmal ist es echt schwierig, zum Beispiel Schneidwerkswagen anzuhängen oder so. Weil man immer nicht so genau weiß, wo ist jetzt der Punkt. Also da so ein kleines Symbol wäre auch nicht schlecht. So, dann geben wir das Wasser an die Schafe und ich würde sagen, kommen wir für diese Folge auch zum Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Part bei ein bisschen Ware verkaufen, Geld verdienen und vorbereiten auf die neuen Investitionen, die dieses Jahr anstehen oder diesen Winter noch anstehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, tschüss, euer Micha.